Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr seht, geht es um die Weide und ich habe mir jetzt extra mal ein paar besonders schöne Exemplare rausgesucht, damit ihr nicht irgendeine 0815 Weide zu sehen bekommt, sondern gleich so richtig schöne, alte, tolle, hier an besonders toller Location. Bin hier am Rhein, beziehungsweise der Rhein ist da hinten, so 200, 300 Meter dürften es noch sein. Dann steht man direkt am Rhein. Das hier ist also entsprechend die Altrhein-Region. Der ist hier mal geflossen, bevor er eben dann kanalisiert und begradigt worden ist. So viel zum Hintergrund. Gerade alte Weiden sehen oft so aus, dass sie so einen knorrigen Knorre, eine knorrige Knoche quasi unten bilden und von da aus dann in alle Richtungen nochmal zusätzliche Stämme ausschlagen. Auch sowas gibt's. Auch hier ein sehr typisches Bild, da gehen halt quasi von einer sehr niedrig sitzenden Basis aus mehrere Stämme und bilden eine, ja, so ein Zwischending zwischen eben Strauch und Baum eigentlich fast von der Wuchsform. Heute möchte ich mal andersrum machen und euch erst erzählen, wo ihr Weide findet und dann erzählen, woran ihr sie erkennt. Nämlich ist eine Weide so ein der primäre Baum, der am Wasser steht. Und eine Weide steht auf, naja, sagen wir mal, nicht stabilen Standorten. Soll heißen, dass das hier alles Überschwemmungsgebiet ist und es wirklich quasi jederzeit passieren kann, dass es ein größeres Hochwasser gibt und der Bereich, in dem ich mich hier befinde, komplett unter Wasser steht, inklusive natürlich auch der Weiden, die hier anzutreffen sind. Die würden dann auch durchaus mal einen Meter tief im Wasser stehen oder halt eben teilweise sogar noch mehr. Durch die zu erwartende Wasserbewegung findet hier auch immer ein gewisser Transport des Untergrundes statt. Und für einen Baum ist das natürlich relativ fatal, dass halt es sein kann, dass einfach mal ein Haufen Sand plötzlich zur Wurzel hingespült wird, ein Haufen Sand von der Wurzel weggespült wird und sich einfach die Bedingungen, unter denen der Baum wächst, schnell und sogar mehrfach in einem Baumleben ändern können. Und diese Unstetigkeit, damit kommen eigentlich kaum ein Baum zurecht. Und da gibt es halt eben diese eine tolle Ausnahme, nämlich die Weide. Deshalb ist so eine Weide also so typischerweise, gerade die großen baumförmigen Weiden, in diesem Fall sind Silberweiden, ist ganz typisch, sorry, da musste ich Mücke erschlagen, eben an großen Fließgewässern im Auenbereich anzutreffen. Wenn ihr kein großes Fließgewässer mit Auenbereich in der Nähe habt, werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, dann Weiden zu finden. Teilweise gibt es sie auch an kleineren Flüssen. Dann aber auch wirklich direkt am Wasser, also nicht direkt noch im Wasser drin stehend, aber dann schon gleich als allernächstes. Und das muss schon wirklich ein Fluss sein, also ein Bach reicht nicht aus. Weiden sind eine extrem vielseitige Gattung und haben sehr viele einzelne Weidenarten, die sich aber für uns in der anwendungsorientierten Anwendung nicht nennenswert unterscheiden. Deshalb gehe ich jetzt gar nicht so sehr auf eine besondere Weide ein, sondern erzähle euch ein bisschen was zu Weiden allgemein. Wobei man da noch mal ein paar Unterscheidungen machen muss und darauf gehen wir dann im detaillierten Teil natürlich noch genauer ein. Aber jetzt zur Bestimmung zeige ich euch einfach mal die Silberweide. Wenn ihr was habt, was so ähnlich aussieht wie die Silberweide, ist es wahrscheinlich auch eine Weide, aber vielleicht nicht unbedingt die Silberweide. Und grundsätzlich muss man bei Weiden sagen, die neigen zu Bastardisierung und Hybridisierung. Deshalb muss man ein ausgesprochener Weidenexperte sein, um mit Sicherheit sagen zu können, um was für eine Weide es sich eigentlich handelt. Man findet vielleicht noch raus, dass es eine Weide ist, aber man kann es eigentlich mit Sicherheit nie sagen, was für eine. Es sei denn, man ist eben einer dieser drei super tollen Weidenexperten, die es in Deutschland gibt. Wenn ihr das nicht seid, dann habt ihr Pech gehabt. So, hier haben wir also nun ein Zweigchen von der Silberweide. Ich habe es extra nicht abgerissen, weil ich hier nichts kaputt machen möchte. Sekunde, bin vom Käfer angefallen. Ja, also hier haben wir ein Zweigchen der Silberweide. Wie ihr sehen könnt, Weiden haben entweder interessanterweise immer sehr längliche Blätter. Das sind übrigens die für uns Bushcrafter interessanten Weiden, die mit den sehr länglichen Blättern. Deshalb merkt euch primär mal, Weide haben längliche Blätter.
Wenn sie nämlich keine länglichen Blätter haben, dann taugen sie nicht so gut zum Flechten. Da kann man so ganz allgemein sagen, weil sie dann etwas noch brüchiger sind und gerne mal abbrechen. Und die Elastizität der Zweige, die wir eben zum Flechten verwenden wollen, ist dann halt eben nicht so sehr gegeben bei den Weidenarten mit den breiteren, elliptischeren Blättern. Deshalb immer schön nach denen suchen, die wirklich diese langen, lanzettlichen Blätter haben. Ein klassisches Merkmal, was die meisten Weidenhybride bzw. Weidenarten haben, sind so leicht weißlich schimmernde Blätter. Ich finde, man kann es so einigermaßen erkennen. Auch die Vorderseite schimmert schon leicht weißlich. Bei der Rückseite ist es dann je nach Weidenart noch mal ein bisschen deutlicher. Aber das ist wirklich von Weide zu Weide individuell sehr schwer zu sagen. Einfaches Bestimmungsmerkmal ist wirklich, ihr habt einen Baum mit eben diesen länglichen Blättern, der ziemlich eine knorrige Wuchsform hat und direkt am Wasser steht, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass es sich um eine Weide handelt, weil da kommt einfach nichts anderes in Frage. Und wenn ihr dann noch hergehen wollt und mal ein bisschen ans Holz geht und ein Messer dabei habt, dann könnt ihr nämlich feststellen, dass Weidenholz extrem weich ist und sich dementsprechend super leicht schneiden lässt mit ganz wenig Druck. Also wenn ihr merkt, oh Gott, so weiches Holz habe ich ja noch nie geschnitten quasi, dann handelt es sich auch definitiv um Weide. Also mit den Merkmalen zusammen könnt ihr eine Weide zumindest als Weide identifizieren. Und mehr möchte ich in die Bestimmung nicht reingehen, weil die Bestimmung von Weiden ist wirklich so ein ganz eigenes persönliches Expertenthema. Das ist so was ganz Spezielles, da kenne ich mich auch weiter nicht mit aus. Also so ein paar Weidenarten kann ich schon noch erkennen, aber wie gesagt, an der Stelle soll das genug sein. Okay, dann kommen wir mal zu den mannigfaltigen tollen Eigenschaften von so einer Weide, wenn man dann mal eine eben bei sich rumstehen hat. Ich habe ja eben schon erwähnt, wo findet man die Weide? Eben primär am Fluss, an großen Flüssen. Je größer der Fluss, desto wahrscheinlicher ist, dass man die Weide findet. Die Weide ist ein typischer Baum der sogenannten Weichholzaue. Nicht jeder Fluss ist groß genug, um eine Weichholzaue zu haben. Das ist also wirklich der Bereich, der nicht mehr direkt im Wasser steht, bei normalem Wasserstand, aber der Bereich, der sofort danach kommt und quasi wenige Zentimeter nur höher gelegen ist als der Wasserstand des entsprechenden Flusses, der normale Wasserstand. Das ist die Weichholzaue. Vom Baumbestand her ist das ein ganz typisches Weidengebiet und da werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit Weide finden, sofern das noch eine intakte Weichholzaue ist. Kanalisierte Flüsse haben oft keine mehr, weil man eben an der Stelle, an der die ursprünglich war, Acker draus gemacht hat. Weil der Boden hier ist sehr nährstoffreich, das ist nochmal so ein anderes Kriterium. Weide braucht extrem nährstoffreiche Böden, aber sie dürfen halt eben auch mal gelegentlich überschwemmt werden. Das macht der Weide nichts bis fast nichts aus und deshalb ist sie da halt eben den anderen Baumarten voraus und kann hier ganz gut existieren. Und die Gänse ärgern sich gerade gegenseitig irgendwie. Ich bin das nicht. Die ignorieren mich völlig. Die haben gerade das Streit untereinander. Ich glaube, der Fuchs hat die Gans gestohlen oder sowas. Gut, gehen wir mal erstmal auf das Thema Futter ein. Kann man bei Weide irgendwas essen oder an der Weide irgendwas essen? Nö. Ganz kurz, schlicht und ergreifend, die Weide liefert uns tatsächlich überhaupt nichts Essbares. Es sei denn natürlich jetzt irgendwelche Käfer, die von der Weide leben, dann kann man diese Käfer natürlich verzehren, aber auf tierische Notnahrung will ich hier ja nicht eingehen. Von daher null, gar nichts, was da essbar wäre. Die Samen sind winzig, winzig, winzig klein und windverbreitet. Erstens kommt man dann so schlecht ran, zweitens kann man sie wirklich quasi nicht essen, weil sie so winzig sind, dass das überhaupt nicht geht. Das ist quasi minimalste, das ist ein Weizenkorn, ist da schon richtig groß im Vergleich zu. Okay, fangen wir mal an mit dem Weidenholz. Grundsätzlich ist zu sagen zu den mechanischen Eigenschaften, Weide ist ein unglaublich weiches und leichtes Holz. Also man spürt quasi nicht, dass man überhaupt was in der Hand hat, außer dass es nicht einfach ein fester Gegenstand ist. So ein Zweigchen hier wiegt wirklich nahezu nichts. Ihr spürt kaum, dass das, dass das Materie ist. Unglaublich weiches Holz, unglaublich leichtes Holz. Und wenn man irgendwie angeben möchte, dass man ein ach so scharfes Messer hat, dann eignet sich natürlich wunderbar Weide, weil man da dann wirklich mit minimalem Kraftaufwand ganz toll dran rumschnitzen kann.
Und damit wären wir auch bei einem schönen ersten Anwendungsbeispiel für Weidenholz. Es eignet sich wirklich hervorragend für irgendwelche Schnitzereien, für irgendwelche Großprojekte schnitzerischer Art, wo man einfach nicht sich die Arbeit machen möchte, ewig lange an der Eiche rumzukratzen, um damit irgendwas zustande zu bringen. Weil aus einer Weide kann man tatsächlich auch mit dem Messer, mit dem stinknormalen Taschenmesser und etwas Geduld tatsächlich irgendwelche Schalen, Schüsseln, Teller oder sonst was mit dem Messer rausschnitzen, einfach weil das so weich ist, das Holz, dass es sich auf mannigfaltige Art und Weise bearbeiten lässt. Ob so ein Ding dann ewig lange hält, das sei natürlich dahingestellt, aber man hat es halt erstmal. Und ach Gott, wenn es halt dann nur ein halbes Jahr oder nach einem Jahr im Einsatz halt kaputt geht, dann macht man sich halt wieder was. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, was man mit Weide tun kann. Also zum Beispiel ganz einfache Besteckprojekte lassen sich da ganz schnell aus Weide irgendwelche kleinen Gäbelchen oder sonstiges Zeug schnitzen. Das geht ruckizucki eben, weil das Holz so super leicht ist. Hier mal noch ein kleines Schnitzbeispiel, kleines Messer, kleines Stöckchen. Da sitzt gerade ein riesiger, interessanter Käfer auf meinem Kameradisplay. Den könnt ihr jetzt nicht sehen, schade. Wie dem auch sei, einmal kurz ablängen. Zack, 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 zack. Also das geht wirklich rucki zucki. Und das Ding habe ich jetzt nicht sonderlich großartig geschärft. Und das ist auch wirklich nur ein winzig kleines Messer. Da seht ihr es, das ist nicht abgebrochen, sondern wirklich jetzt abgeschnitten auch schon. Nach 4 Schnitten. Das geht wirklich nur mit so einem weichen Holz so richtig gut, es sei denn, man hat jetzt irgend so ein ultimatives High-End-Wunder, was weiß ich, was Messer. Ich habe auch schon festgestellt, dass ganz oft bei irgendwelchen Messervorstellungen von eben dem Hightech-Wunder, was weiß ich, was Messer, wenn die vorgestellt werden, ist das Holz, das zu Präsentationszwecken verwendet wird, nämlich fast immer Weide. Mit Hasel oder Buche würde das nämlich nicht so aussehen. Selbst mit dem High-End-ultimativen, was weiß ich was, Messer nicht. Aber gut, lassen wir es mal so dahingestellt sein. Das bedeutet, dass wir es im Prinzip für Brennholz eigentlich gut nutzen können, wenn wir unser Feuer anzünden wollen, weil ein sehr leichtes, mit geringem Energiegehalt, weiches Holz brennt hervorragend an. Es brennt aber auch nur hervorragend an, es brennt dann auch sehr, sehr, sehr schnell weg und man müsste schon riesige Mengen an Weidenholz irgendwo rankarchen, um da mal mit ein paar Stündchen mit dem Feuer zu unterhalten. Also als Brennholz gut, natürlich geht das auch, aber ein besseres Brennholz sind zum Beispiel hier die Nadelbäume, alle oder eben halt eben die Buche, wenn man dann eben noch das berühmte lange Feuer haben möchte mit viel Glut zum Kochen oder um dich eben über die Nacht einigermaßen warm zu halten. Da ist Weide völlig ungeeignet und aber eben als Zundermaterial, als Anzündholz ganz gut. Braucht man in den allermeisten Fällen ja nicht, weil man irgendwo auf was anderes Gutes findet, um sein Holz, um sein Feuer in Gang zu bekommen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Option in Sachen Feuer machen mit dem Weidenholz. Das war es mehr oder weniger auch schon. Nochmal ein Vorteil ist natürlich durch diese Leichtigkeit des Holzes ist, dass es gut schwimmfähig ist. Wenn man sich also irgendwelche Flöße oder sonstiges bauen kann, wer möchte, wäre auch Weidenholz tatsächlich dann das Material der Wahl. Also für irgendwelche Wasserobjekte, die eben schwimmen sollen, kann ich Weidenholz definitiv auch empfehlen. Pappel hat vom reinen holzmechanischen Verhalten her ziemlich identische Eigenschaften. Daher, wenn ich mal ein Video zur Pappel mache, werde ich auf die Weide verweisen und verweise jetzt hier auf die Pappel. Innerhalb dieser normalen mechanischen Anwendungsbereiche, was ist denn mit den Gänsen jetzt los? Eieiei. Ist es Wurst, ob man Pappel oder Weide nimmt. Es wird jetzt niemanden überraschen, wenn ich euch erzähle, dass man mit Weide auch flechten kann. Sämtliche Weidenkörbe und sämtliche Flechterei, das ganze Flechthandwerk, hat eigentlich in der Regel fast nur mit Weide stattgefunden. Man hat es auch mal mit anderen Baumarten versucht. Aber Tatsache ist, dass definitiv Weide dafür am besten geeignet ist. Je nachdem, was man vorhat, nimmt man ein bisschen ältere bis ganz junge Triebe. Und man hat zu diesem Zweck auch spezielle Weidenformen gezüchtet, indem man die immer oben abgeschnitten hat, woraufhin sie dann immer wieder einzelne lange Triebe ausgetrieben hat, die dann recht dünn waren. Sowas nennt man dann die sogenannte Kopfweide. Und gleichzeitig hat man die entsprechende Weidenart dafür genommen, die dafür auch am besten geeignet ist, nämlich die Korbweide.
Korbkopfweiden findet ihr gerade in Norddeutschland zum Beispiel oder ansonsten entlang von Inlandsflüssen, kleineren dann interessanterweise, ganz oft direkt am Fluss. Eben solche Weiden, die quasi aus einem großen Kopf bestehen und von diesem Kopf dann immer wieder einzelne, wie Haare quasi, die einzelnen Triebe ausgehen und diese Triebe hat man dann regelmäßig abgeschnitten und eben zum Korbflechten verwendet. Und ihr könnt es hier, wie ich das Ding hier durch die Gegend biege, ja auch schon einigermaßen erahnen. Weidenzweigchen sind einfach unglaublich biegsam und lassen sich ganz toll in eine x-beliebige gewünschte Form biegen, gerade eben noch im frischen Zustand. Und es knackt hier noch immer nichts. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier immer noch fleißig am Biegen, ohne dass es irgendwie knackt. Und man kann da also wirklich ganz tolle Sachen mit zusammen zurechtbiegen. Kann sich das auch entsprechend in den Boden stecken. Und mit dickeren Weidenzweigen kann man sich auch entsprechende Zeltkonstruktionen einfach aufbauen. Entsprechende Bögen, wo man dann seine Plane drüber hängt. Das geht dann auch wunderbar mit einer Rettungsdecke oder mit einer ganz, ganz billigen Malerfolie aus dem Baumarkt. Und da lassen sich die tollsten Konstruktionen konstruieren. Will ich jetzt hier nicht machen, weil hier gerade eben so eine Region ist, wo man nicht allzu viel Zeug in den Wald stellen sollte, weil wir hier ja eigentlich am Rande des Naturschutzgebietes sind. Von daher will ich jetzt hier nicht großartig rumkonstruieren, sonst hätte ich meine Kleinigkeit gebaut. Aber ihr könnt es hier ja wirklich schon mal einigermaßen erahnen, welche Elastizität so ein Weidenzweig besitzt. Also auch schon so ein dickeres Zweigchen ist entsprechend super elastisch und lässt sich entsprechend tolle Dinge draus machen. Man kann mit sowas auch wirklich ein Boot zusammenbauen, indem man halt einfach wirklich sich einen Rumpf aus Weidenzweigen eben zurechtbiegt, sich die links und rechts in den Boden steckt und sich dann da wirklich was entsprechendes zusammenbaut. Da dann entsprechend auch eine Baumarktfolie drüber legt und hat dann ein Boot. Genaue Erklärung dazu gibt es in diversen Büchern von Rüdiger Neberg. Ich habe das praktisch auch mal ausprobiert, ist aber eine ganze Weile her. Werde ich irgendwann auch noch mal machen und dann zeige ich es euch mal, wenn ich mal ohnehin weitere Sachen am Fluss mache. Also irgendwann habe ich auch mal vor, wirklich viel Zeug am Fluss zu demonstrieren. Hier noch mal, um zu sehen, das ist jetzt ein frischer Zweig. Das ist ein nicht besonders scharfes Opinel. Ja. Zack. Also ihr seht, ne, das Zeug ist super leicht zu schneiden. Also wirklich ohne größeren Aufwand problemlos machbar. Eine weitere Möglichkeit, wie man so Weidenzeugs einbinden kann, ist das, dass das Zeug zu Stockausschlag neigt bzw. sehr gut anwächst, wenn man es einfach im Frühjahr mit einem glatten Schnitt von der ursprünglichen Hauptpflanze, na, Mücke, abschneidet. Wie gesagt, glatter Schnitt ist wichtig. Sowas hier, was nach Möglichkeit eben auch nicht hier ausreißt, sondern ein ganz glatter Schnitt. Ein Schnitt, nicht nachschneiden, das Ganze schön in den Boden stopfen und am besten eben am Frühjahr abschneiden und in einen nährstoffreichen, für Weide geeigneten Boden stopfen. Und wenn man das mit entsprechend vielen Dingern macht, nicht zu nah beieinander, also die brauchen schon noch mal einen gewissen Abstand zueinander, damit sie auch genug Licht bekommen und am besten da eben auch noch ein paar Blätter dran sind, dass auch Photosynthese möglich ist. Also das Ding ist jetzt ein bisschen arg lang, weil das dann jetzt schon so weit runterhängt und so weiter und so fort. Aber das geht auch durchaus mit einem kleineren Dingens. Und was bekommt man dann? Einen lebenden Zaun. Sowas wird im Küstenschutz viel angewendet, dass man da eben seine entsprechenden Dünen stabilisiert, indem man da irgendwelche Weidenzäune in die Düne pflanzt, die dann zur Dünenstabilisation dienen sollen. Können wir natürlich auch machen, wenn wir ein ganz langfristiges Waldlager haben. Uns irgendwelche künstlichen Mauern in Anführungszeichen damit bauen, dass wir da wirklich lebende Zäune errichten. Denn ich habe ja schon mal erwähnt, bei allen anderen Hölzern, die ich bisher vorgestellt habe, ist das Problem, sobald die in Bodenkontakt kommen, halten die überhaupt nicht lange und verwittern sehr schnell und werden schnell instabil. Das gilt zwar auch bei der Weide, aber solange die Weide noch lebt, geht sie natürlich nicht kaputt und vergammelt logischerweise auch nicht. Deshalb ist so ein lebender Zaun sehr langfristig gesehen durchaus eine Option, um halt eben sich irgendeinem Bereich abzusperren, wenn man so möchte. Man kann übrigens dann auch die einzelnen Teile seines lebenden Zauns wieder miteinander verknüpfen.
verflechten, meine ich natürlich. Und kann sich da irgendwelche tollen Zaunkonstruktionen zurechtbauen, also natürlich dann schon richtig rum. Und wie gesagt, das ganze Zeug miteinander nochmal aneinander binden und so weiter und so fort. Das verwächst dann mit der Zeit auch von alleine miteinander. Und man kriegt da die tollsten Zaunkonstruktionen zustande. Das hält zwar nicht alles Mögliche ab, aber die meisten Wildtiere werden da außen rumlaufen. Von daher ist das also durchaus eine Option, wenn man in dem Auenbereich sich ein langfristiges Lager errichten will, der lebendige Zaun. Dann haben wir bei der Weide noch ein weiteres wesentliches, ganz enorm nützliches Bestandteil, nämlich den Weidenbast. Der Weidenbast ist die äußerste und innerste, also die äußerste Schicht der Borke plus das Kambrium am besten. Das gibt dann nämlich, man kann es, glaube ich, sogar hören, tatsächlich ein Material, das sich ganz wunderbar als Schnur verwenden lässt. Das lässt sich auch gut verknoten und man kann damit doch tatsächlich ziemlich fest irgendwas zusammenbinden. Wenn man natürlich einen Knoten macht, hat man das Problem, wie auch bei Seilen, dass ein Knoten die Stabilität des Gesamtseiles dann nochmal drastisch reduziert. Das gilt natürlich auch eben für den Weidenbast. Also wenn ihr damit wirklich richtig stabile Verbindungen machen wollt, dann braucht ihr auch viel Weidenbast natürlich. Und um den eben in langen Stücken hinzukriegen, braucht man auch einen langen Ast, wo man ihn abziehen kann. Das Ganze braucht ein bisschen Übung. Ich bin da selber auch noch nicht so fit drin. Geht natürlich am besten mit dem Messer und man muss aufpassen, dass man nicht zu tief schneidet, sonst wird das nichts und wenn man dann halt eben nicht aufpasst, dann schneidet man nicht weit, dann schneidet man irgendwann zu weit und das Ganze muss man einfach üben. Da gibt es jetzt keine besonders tolle Technik für, irgendwo ein bisschen geschickt sein, auch nicht zu viel Holz mitnehmen, da ging schon wieder in die Hose. Auch ich muss sowas wirklich noch üben, da ich mich noch nicht so sehr intensiv mit Weide auseinandergesetzt habe. Ich muss, wenn ich an den großen Fluss will, wo halt eben die Weide steht, auch mit dem Auto tatsächlich extra herfahren. Das ist zwar nicht wahnsinnig weit, aber die meisten Techniken, die ich halt übe, mache ich daheim im heimischen Wald und versuche mit dem klarzukommen, was ich im heimischen Wald habe. Deshalb so toll Weide auch ist. Na, seht ihr? Also, das ist schon was, womit man echt arbeiten kann. Und das bleibt auch relativ elastisch und praktisch und plastisch. Im trockenen Zustand. Also man kann da ordentlich Sachen mit zusammenknoten. Also meiner Meinung nach die am einfachsten herzustellende und am besten zu bekommenste improvisiertes Bandmaterial aus der Natur ist definitiv eben der sogenannte Weidenbast. Ganz tolle Sache, um damit halt irgendwie notdürftig irgendwas zusammenzubinden. Und ich meine, wo haben wir denn schon mal Situationen, wo man wirklich ein Seil braucht, mit dem man sich gleich abseilen können muss? Zu abseilen könnte ich mich übrigens auch noch mal aufregen, wie sehr dieses Thema dramatisiert wird und wie wichtig es doch ist, dass der Outdoor- und Survival-Experte sich abseilen kann. Ich war ja schon häufiger wirklich in der richtigen Wildnis unterwegs und ich habe mich noch nie irgendwo abseilen müssen. Aber okay, ich schweife ab. Aber wie gesagt, so kurze Stückchen rausschneiden, das geht relativ einfach. Bei langen Stücken muss man dann eine Weile üben und das Doofe ist, wenn man das ein paar Mal am gleichen Stock gemacht hat, am gleichen Zweigling, ist da dann irgendwann auch gar nicht mehr so viel dran, mit dem man da weiterarbeiten kann. Kritisch wird es auch immer an Aststellen. Ne? Oh doch, jetzt habe ich ein einigermaßen gutes, längeres Stück hinbekommen. Aber das ist definitiv einfach was, das muss man ein paar Mal gemacht haben. Dann klappt das auch, das kann man dann auch üben. Manche Leute machen das auch ohne Messer oder schneiden es nur einmal ein und ziehen es dann den Rest der Strecke ab. Ich müsste selber da erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Da kann ich euch jetzt leider nur sagen, wie das theoretisch funktioniert und kann euch nur dazu motivieren und anhalten, das einfach mal selber auszuprobieren, weil das macht auch super Spaß, so neue Techniken auch mal zu erlernen, ohne dass einem jemand gesagt hat, wie es geht. Und man einfach mal rumprobiert und selber mal schaut, ob man das irgendwie hinbekommt. Gut, und damit sind wir dann bei der medizinischen Wirkung der Weide, weil anders als viele andere Pflanzen, die angeblich gegen X und Y helfen sollen, muss man bei der Weide wirklich sagen, dass sie tatsächlich nachgewiesen wirklich hilft, und zwar gegen Kopfschmerzen,
Fieber und hat noch eine gewisse entzündungshemmende, antibakterielle, antivirale Komponente. Letztere ist aber nicht so ganz nachweisbar. Außerdem hilft sie gegen Bluthochdruck. Und würde zum Beispiel in einem, wir haben wirklich keine Medikamente mehr, die Zivilisation ist zusammengebrochen, Szenario, Menschen, die Medikamente nehmen müssen, die Blutgerinnung hemmen, damit sie eben keine Thrombose, keinen Herzinfarkt, keinen Schlaganfall oder Ähnliches bekommen. Da gibt es ja relativ viele Menschen heutzutage, die sowas brauchen, insbesondere natürlich ein bisschen ältere Leute. Zum Beispiel Makuma ist das Stichwort, wer das Medikament kennt, was da eben verwendet wird. Ein ziemliches Teufelszeug mit vielen bösen Nebenwirkungen. Die Notlösung quasi für solche Leute, anstatt gleich ins Gras zu beißen, wenn eben kein Makuma oder Ähnliches mehr verfügbar ist, ist Weidenrindentee. Man kann die Weidenrinde auch so kauen, aber die schmeckt unglaublich widerlich. Ich mache euch das jetzt nicht vor. Nein, mache ich nicht. Ich weigere mich. Ich habe das einmal versucht, weil ich mal wissen wollte, ob die wirklich so widerlich schmeckt. Ja, sie schmeckt so widerlich. Ich finde das Zeug unglaublich bäh. Und nein, das mache ich jetzt wirklich nicht vor. Demzufolge, Weidenrindentee ist eine viel bessere Alternative, den habe ich auch mal ausprobiert, aber ich werde jetzt hier in diesem super schönen Spezialwald wirklich kein Feuer anzünden, um jetzt irgendeinen Tee zu kochen. Wenn, dann möchte ich das zu Hause machen und daheim habe ich dann keinen Bock mehr zu filmen. Weidenrindentee ist tatsächlich quasi Aspirin in flüssig und wirkt auch aufgrund der anderen Inhaltsstoffe, die noch in Weidenrinde enthalten sind, mal abgesehen von der Salicylsäure bzw. Salicin ist ein Stoff, der dann im Körper zu Salicylsäure umgewandelt wird und Salicylsäure ist im Prinzip eine Vorstufe von Aspirin. Aspirin sieht nochmal ein ganz kleines bisschen anders aus. Die Wirkung ist aber dieselbe, abgesehen davon, dass Aspirin nochmal ein bisschen intensiver wirkt. Nichtsdestotrotz funktioniert tatsächlich Weidenrindentee genauso gut. Es ist halt natürlich nicht so leicht zu dosieren und die Menge, die man eben an diesem Wirkstoff Salicylsäure aus einer Tasse Tee trinkt, hängt auch davon ab, wie der Baum jetzt drauf war, den man verwendet hat, wie viel Weidenrinde man jetzt in seinen Tee getan hat, wie viel Wasser man genommen hat, bei wie viel Grad man das Ganze aufgekocht hat. Es gibt da kein super tolles Rezept von 50 Gramm Weidenrinde auf 100 Milliliter Wasser. Da würde ich dann tatsächlich auch sagen, da muss man dann einfach rumprobieren, wenn man das braucht. Man fängt mit wenig an, nimmt wirklich nur so ein bisschen Weidenrinde, schmeißt das in eine Tasse heißes Wasser. Meine Güte, da ist ja echt was los heute. Eben in eine Tasse heißes Wasser reinschmeißen, das trinken. Das ist dann von den Mengen her garantiert noch nichts, was einem schaden kann. Klar, man kann davon auch zu viel saufen, dann geht es einem nicht gut. Aber das dann halt einfach mal trinken und mal gucken, inwiefern sich die Beschwerden in irgendeiner Form bessern. Inwiefern da überhaupt irgendeine Wirkung zu erkennen ist. Wenn man merkt, okay, ich merke überhaupt nichts, dann trinkt man noch entsprechend mehr von dem Zeug, bis dann halt eben eine Wirkung einsetzt. Das Schöne an dem Zeug ist, man bemerkt erst eine Wirkung, bevor man eine negative Wirkung bemerkt. Heißt, wenn es hilft, muss man aufhören, beziehungsweise erst wieder dann was davon trinken, wenn es einem nicht mehr hilft, also einem wieder schlechter geht, also zum Beispiel die Schmerzen zurückkommen oder das Fieber wieder steigt. Und das sind auch so die beiden Anwendungen, die man tatsächlich im Outdoor-Bereich von Weidenrinde wirklich benutzen kann, nämlich die fiebersenkende und die schmerzstillende Wirkung. Das mit dem Antibakteriellen ist schwer zu dosieren und ganz schwer anzuwenden. Da müsste man es dann auch auf eine bestimmte 10%ige Salicylsäure in Lösung zum Beispiel bringen, um damit wirklich nennenswert erarbeiten zu können. Das heißt, man müsste das in irgendeiner Form destillieren. Das wird ganz schwierig im Outdoor-Einsatz und inwiefern das dann wirklich funktioniert, ist auch wieder fragwürdig. Tatsächlich, der Weidenrindentee ist wirklich einer der wenigen Heilmittel aus der Natur, die wirklich ein Heilmittel sind und für uns als Otto-Normalverbraucher anwendbar sind. Also das ist wirklich schon ziemliches Superzeug. Demzufolge ist die Weide ein ziemlicher Superbaum. Hast du gut gemacht. Mögliche Nebenwirkungen vom Weidenrindentee sind quasi dieselben wie bei Aspirinmissbrauch. Das Zeug macht dünnes Blut. Das kann natürlich gut sein für eben Leute, die Thromboserisiko haben, ein höheres, und eben Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also wenn irgendwas die Arterien quasi verstopft,
irgendwelche zusammengeballten Blutplättchen oder ähnliches, wenn man das vermeiden möchte, dann hilft ja diese blutverdünnende Wirkung. Ein Nachteil ist die blutverdünnende Wirkung selbstverständlich, wenn man sich verletzt, weil dann fließt das Blut in Strömen und die Blutgerinnung, die ja eben verhindert, dass das Blut in Strömen fließt, ist auch zusätzlich noch gehemmt. Hat also nicht nur Vorteile. Wenn man wirklich viel zu viel von dem Zeug einnimmt, dann kriegt man so die üblichen Beschwerden. Die üblichen Beschwerden heißt Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Also sobald es einem einfach quasi richtig mies geht, und zwar anders mies als bei den Sachen, weswegen man den Weidenrindentee getrunken hat, dann hat man davon zu viel getrunken. Allzu lange wirken tut so ein Weidenrindentee übrigens auch nicht. Also das ist jetzt nicht irgendwie sowas mit so irgendwelchen tollen Kapseln, die den Wirkstoff nach und nach freigeben, sondern du kriegst den sofort in voller Dröhnung ab. Und der hält dann in der Regel so 1 bis 2 Stunden in etwa an. Das heißt, man muss Weidenrindentee schon ziemlich kontinuierlich saufen, wenn man da kontinuierlich was von haben möchte. Dann will ich noch kurz mal meine Meinung zu Schmerzmitteln im Outdoor-Bereich kurz kundtun. Ein Schmerzmittel ist dafür da, dass derjenige, der sich ausruht und auf seinen Körper hört, der ihm die Schmerzen verpasst hat, dass er mit einer bestimmten Sache aufhört quasi, beziehungsweise sich ausruht, Linderungen zu verschaffen. Heißt, derjenige muss dann trotzdem, obwohl er keine Schmerzen mehr hat, eben trotzdem damit aufhören, jetzt meinetwegen im Berg rumzustaxeln oder sonst was zu tun. Wie gesagt, obwohl ihm das jetzt nicht mehr so sehr wehtut, weil er halt eben mit Schmerzmitteln vollgepumpt ist. Der Schmerz ist ja dafür da, uns zu sagen, dass wir eine bestimmte Sache am besten sein lassen sollen, beziehungsweise uns jetzt ausruhen sollen. Also nur wenn man auch bereit ist, sich jetzt auszuruhen und jemanden hat, der dann diese Sache, die enorm wichtig ist, für einen übernimmt, macht es Sinn, Schmerzmittel einzunehmen. In allen anderen Fällen würde ich das lieber sein lassen, weil es eben auch ein gewisser Schutzmechanismus für den Körper ist, dass wenn es weh tut, dann weiß man immerhin beim sich bewegen, dass es bestimmte Bewegungen gibt, die schlechter sind als andere. Und man sich so bewegt, dass es möglichst wenig weh tut, heißt auch immer, dass man sich so bewegt, dass man möglichst wenig Schaden im eigenen Körper anrichtet. Sich also mit Schmerzmitteln voll zu pumpen und dann ohne Schmerzen einfach weiterzumachen, ist nicht gerade nachhaltig und macht einen langfristig kaputt. Und das Tolle ist, in einer Survival-Situation, in der man sich wirklich lange, lange, lange Zeit befindet, ist es natürlich keine gute Idee, sich langfristig kaputt zu machen, weil kein Mensch kann einen wieder ganz machen. Man muss sich also um jeden Preis unbedingt gesund erhalten, und da Schmerzmittel nichts anderes tun, als den Schmerz zu reduzieren, macht das eben nur Sinn, wenn man wirklich auch in Ruhe ist und einem nichts passieren kann. In allen anderen Situationen halte ich Schmerzmittel für nicht sehr sinnvoll. Dann, wie gut ist eine fiebersenkende Wirkung? Fieber hat natürlich auch einen Zweck. Fieber ist dafür da, dass wir die Temperatur unseres Körpers hochfahren, um mögliche Krankheitserreger, die in uns eben schalten und walten, quasi zu rösten sozusagen. Weil die höhere Temperatur dann wahrscheinlich, also so hofft zumindest das Immunsystem bzw. der Körper, früher nicht mehr abkönnen, als dass wir eben abkratzen. Das heißt, Fieber zu senken ist auch nur dann sinnvoll, wenn es quasi um Leben oder Sterben geht. Nämlich wenn das Fieber dann schon so hoch ist, dass es eben kritisch für den eigenen Organismus wird. Dann ist es vielleicht besser, wenn man das Fieber quasi künstlich senkt, als dass man jetzt sagt, okay, entweder jetzt die Bakterien oder ich, quasi, so nach dem Motto. Nur also in Extremsituationen. Wenn man nur ein bisschen Fieber hat und das Ganze noch einigermaßen überschaubar ist und derjenige, der Fieber hat, noch einigermaßen lebendig ausschaut, weil man hat ja in der Regel auch kein Thermometer, deshalb kann man jetzt auch nicht so vom Grad-Geschichte her extra was sagen, sollte man vielleicht noch ein bisschen warten mit den fiebersenkenden Mitteln. Aber das ist jetzt nur so meine Meinung dazu. Ich bin natürlich kein Arzt, aber in Situationen, wo wir auf Weidenrinde als Arzneimittel zurückgreifen müssen, ist es auch anzunehmen, dass wir keinen großartigen Arzt da haben. Von daher, beziehungsweise wenn wir einen Arzt haben, dann garantiert einen ohne moderne Medizin. Okay, soweit so. Ich habe in der Zwischenzeit hier übrigens weidenbasttechnisch hier noch schön weitergemacht und habe jetzt hier mal einen gewissen Vorrat an tollem Weidenbast. Den nehme ich natürlich auch mit nach Hause, dass ich hier den einen Weidenzweig nicht umsonst geerntet habe, und werde mal damit einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, auch mal schauen, was passiert, wenn man das Zeug trocknet. Eben dieser Weidenbast ist halt eben auch dasselbe, mit dem man den Weidenrindentee macht, und die Schnüre. Also ist ein universell sehr tolles Material, so ein Weidenbast. Experimentiert da einfach, wie gesagt, nochmal selber rum. Besorgt euch mal ein paar Weidenzweigchen, nach Möglichkeit nicht aus dem Naturschutzgebiet. Und
probiert einfach mal ein bisschen rum. Also mit Weide kann man echt enorm viel Spaß haben. Ich werde jetzt auch mal noch ein bisschen rumspielen mit dem Zeug und mal gucken, was mir da so noch einfällt, was man damit alles noch machen kann. Und von daher, mehr habe ich dann tatsächlich zum Thema Weide jetzt auch nicht mehr zu sagen. Nee, wirklich nicht. Das war's. Also, dann macht's gut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.